Hallo, 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 hallo. Ich hab sie. Ich habe sie. Ich habe sie. Es hat nur unfassbar lange gedauert, aber ich habe sie. Jetzt darf auch ich endlich das neue Set ausprobieren. Weil ich so unfassbar Bock habe und einfach nicht warten kann. Und ich keine Lust habe, zwei Videos draus zu machen. Mache ich einfach eins draus. Wie geil ist das? Es hatten sich ein paar Leute gewünscht, dass ich eventuell mal das Online-TCG ausprobiere. Deswegen behalte ich erstmal ein, zwei Codes. Nicht alle, aber ein paar. So. So, erstmal die beiden Karten angucken. Ein Latios Promo. Sehr cool. Und ein Latias Promo. Und wir haben unfassbar geile 6 Booster. Dragon Majesty. Den Lieferproblem sei Dank habe ich es einfach nicht rechtzeitig zum Release bekommen. Aber jetzt endlich. Bin so gehypt. Da packe ich die hin, da packe ich die hin. Da wir gerade schön ein Glumanda im Pack haben, hoffe ich einfach was Geiles zu ziehen. Croconaw. Milotic. Oh. Heatmaw. Charmander, ein unfassbar geiles Artwork. Kamau. Wooper, das ist noch zu viel Müll. Ein Torchic. Jangmo-O. Reverse Holo Shelgon. Und unsere Rare ist direkt eine White Kyurem GX. Geil. Da müssen sich doch mal ein paar Höhlen rauslegen. In dem Set gibt es wie auch wahrscheinlich alle anderen, die das aufgemacht haben und die euch das angeguckt habt oder selber schon gesehen habt. In jedem Pack eine Holo oder besser. Deswegen ja, sind Holos an sich erstmal nicht so geil. Außer natürlich das Glurak-Holo, weil es ein Glurak ist. Das reicht ja schon. Und wer will keinen Glurak haben? Aber ein Booster, ein Pull. So kann es weitergehen. So geht's hoffentlich weiter. Allein schon dafür, dass ich so lange warten musste. Wann ist das Set rausgekommen? Letzte Woche Freitag? Ja, schon mal über eine Woche später als alle anderen. Ich arme Socke. So, weiter geht's. Eine Feenenergie. Ein Seedra. Dragon Talon, was übrigens ein Secret Rare in dem Set ist. Combusken. Bei Brava. Tartini. Salandit. Swablu. Pinch. Ein Kangaskhan Reverse und die Rare. Da ist das Glurak. Oh. Hype, 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 hype. Oh, jetzt reicht's ja schon fast für mich. Ich wollte eigentlich nur das Glurak haben und natürlich die Goldkarte Ultralink Cosma. Und damit, ne, das reicht ja schon. Ich meine, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich das aus den 6 Packs ziehe. Aber hey, wie gesagt, ich will es haben. Also kriege ich es. In der Darkness Energie. Passend zum Ultralink Cosma. Zygarde. Zinnia, Flygon, Bagon, Totodile, ein anderes Stratini Artwork, Horsey, ist ultra mopsig, wie man wie dick das ist, Jangmo-O, ein Wooper Reverse und die Rare ist ein Hydreigon. Das kenne ich gar nicht. Ne, das kenne ich. Keine Ahnung.
die Vorentwicklung auch nicht. Aber ich habe ja sehr lange Pause gemacht von Pokémon. Und bin erst mit Burning Shadows wieder eingestiegen. Und da war ja, glaube ich, jede Generation schon draußen. Von den Spielen her. Deswegen hoffe ich ja, wenn ich anfange, mal die Pokémon-Spiele zu spielen auf dem Kanal hier, dass ich dadurch vielleicht mal wieder auch später ein paar neue Pokémon kennenlerne. So, eine Feuerenergie. Ein Volcano Park. Ein Shelgon. Drudigon. Bagon, jetzt heißen alle mit Ohren am Ende. Kamao. Torchic. Wieder dieses Glumanda. Dratini. Noch ein Wooper. Reverse. Die Rare. Eine Kamao. Ja, wie gesagt, bei Holos ist der Hype jetzt nicht so groß. Wie gesagt, jedes Pack. Eine Holo. Zwei haben wir noch. Und wir haben eine Psychoenergie. Ein Seedra. Ein Dragon Talon. Ein Combusken. Horsey. Haben wir eigentlich einen richtig scharfen Fokus? Ja, ich glaube, es ist okay. Corsola, Swablu, Charmander, ein Kangaskhan Reverse und die Rare, ein Altaria Holo. Ist eigentlich ganz niedlich gezeichnet. So, letztes Pack. Kriegen wir die das goldene Ultra Necrozma noch aus diesem Pack? Ach komm, ich finde, einen Code kann ich ruhig mal verschenken. So. Komischer Kartentrick. So, wir haben eine Lightning Energie. Ein Watt Darmanitan. Seedra. Switchraft. Trapinch. Wooper. Dratini, Swablu, Vibrava, oh, eine Reverse-Energie, geil, ist meine allererste, und die Rare ist ein Zekrom. Weil ich natürlich auch sofort gespieft. Ich hätte immer schon mal geguckt, ob ich mir vielleicht welche kaufe von den Reverse-Energien. Würde ich ja echt mal vorhaben, das Spiel ein bisschen zu spielen. Aber nee. Zum Glück kommt ja jetzt das Set raus, wo man ein paar kriegen kann wieder. Ups. Ja. So, nochmal Revue passieren lassen. Wir haben Latios und Latias als Promos. Wir haben die Feuerenergie als Reverse. Ein Altaria Holo. Ein Komo-O Holo. Ein Hydreigon Holo. Charizard, ich bin einfach absolut glücklich, diese Karte gezogen zu haben. Auch wenn es. Ja, doch, das, der Holo-Effekt hier in der Flamme ist schon ziemlich cool. Ja, ist schon einfach eine geile Karte. Ein Zekrom. Und ein White Kyurem GX. War es nicht ganz gut gecentert? Ne, ja, es ist ganz schön schlecht gecentert. Beschäftige mich aber momentan ein bisschen mit Kartengraden und so. Weil ich ja doch die eine oder andere alte Karte habe, die eigentlich ganz cool wäre zu graden. Zum Schluss möchte ich nochmal an das Gewinnspiel erinnern. Morgen, so gegen 10 Uhr, werde ich vermutlich den Gewinner ziehen. Und um 12 Uhr wird das Video dazu kommen, also noch schnell mitmachen. Das Video dazu verlinke ich euch gleich am Ende. Und ja, in diesem Sinne. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, was ich besser machen kann. Lasst natürlich gerne ein Abo da und ja, ansonsten, ich poste auch immer ganz gerne ein paar Sachen bei Facebook und Twitter. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ja, in diesem Sinne, macht's gut, Leute.